Buyum TV fragt, gibt es irgendwann ein Projekt mit Fans oder einen Livestream? Ja, da habe ich mir mal was überlegt. Und dann schreibe ich dann willkommen zu einem weiteren Frag-Wolre-Video. Ich habe mir diesmal ein paar Fragen auf Twitter rausgesucht, wie eigentlich jedes Mal. Da habe ich euch mal wieder gesagt, dass ihr bitte mal Fragen auf den Hashtag FragWolre schreiben sollt. Und das haben diesmal auch einige Leute gemacht. Nur vorab kurz mal als Anmerkung, auf keinen Fall bitte den Hashtag FragWolre vergessen. Weil ansonsten werden mir diese ganzen Nachrichten nicht unter dem Hashtag FragWolre, wo ich dann primär eben suche, angezeigt, sondern erstmal nur in meinem Profil. Das Ganze ist dann ein bisschen blöd, da muss ich das immer so hin und her skippen. Deswegen auf jeden Fall immer den Hashtag FragWolre dazu schreiben, wenn ihr denn auch sicher dabei sein wollt. Diesmal habe ich jetzt aber dann natürlich noch drauf geachtet. Ansonsten, ich hoffe mal, ich werde mich immer dran erinnern. Okay, ich würde mal sagen, wir fangen direkt an. Als erste Frage, Annika fragt mich, @wolrechris, Hashtag FragWolre, würdest du mit jemandem aufnehmen, der gerade erst mit YouTube angefangen hat und vielleicht nur ein paar Abos hat? Diese Frage ist eigentlich sehr einfach zu beantworten. Ja, das würde ich auf jeden Fall. Das klingt jetzt natürlich irgendwie so, wie jeder YouTuber es immer sagt, ja klar, ich nehme mit jedem auf, der auch so kleine Abos hat. Deswegen wollte ich mal hier ein paar Beispiele hier nennen. Also ihr kennt ja sicher alle den Bluren oder den Olvi und da ist es ja so, den Bluren, den kenne ich schon seit er 40 Abos hat, also 40 Abonnenten hatte, da habe ich ihn dann mal angeschrieben und meinte so, hey, du machst voll coole Videos, lass mal aufnehmen. Habe ich von mir aus halt ihn auch angeschrieben. Bei Olvi war das auch nicht anders, er hatte sogar erst 3 Abonnenten. Er sagt auch, ich war sein erster richtiger Abonnent, ich habe ihn damals auch abonniert und habe auch ihm geschrieben, ja, hey, lass mal aufnehmen. Ich weiß gar nicht, warum beim Olvi, weil Olvi hat damals ziemliche Scheißvideos gemacht, wie ich zu der Zeit auch. Aber wie ihr seht, ich nehme auf jeden Fall auch mit kleineren Leuten auf. Ich habe auch vor einiger Zeit mal so eine Community-Runde gemacht, wo wir einfach mit ein paar Abonnenten zusammengezockt haben, die auch selbst Let's Player waren und dann auch ein Interesse sozusagen hatten, Sachen hochzuladen. Ich würde sowas auch gerne mal wieder machen, das hat auf jeden Fall damals richtig Spaß gemacht. Falls irgendjemand von euch Bock hat, dann schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, wenn ich da genug Leute finde, dann würde ich da natürlich sowas gerne mal wieder machen. Die zweite Frage kommt von Zalos HD, also dem guten Zalos, und er fragt mich, wo siehst du dich in 5 Jahren? Ja, also in 5 Jahren, da habe ich dann meine Schule beendet und in 5 Jahren, da habe ich dann vor, erstmal nach der Schule wahrscheinlich zu studieren, also wahrscheinlich werde ich da studieren. Für die, die es interessiert, ich werde wahrscheinlich sowas in Richtung Informatik machen, weil ich auch mir vorstelle, dass ich sowas mal später gerne im Beruf machen will, weil mir das einfach Spaß macht. Die nächste Frage kommt von Herr Ammo. Er fragt, wer ist diese Mia Yo? Keine Ahnung. Und noch eine Frage von Herr Ammo. Er fragt, wie findest du @TheOl, wie findest du ihn genauso? Hashtag Errortisch. Nächste Frage. Buyum TV fragt, gibt es irgendwann ein Projekt mit Fans oder einen Livestream? Ein Projekt mit Fans wäre die erste Sache. Ja, da habe ich mir mal was überlegt. Ich bin noch nicht wirklich sicher, ob ich vielleicht sowas machen will. Ich würde natürlich sehr gerne mal sowas machen. Das Problem ist nur immer, ich habe nicht wirklich eine Idee, wie man das umsetzen will. Ich habe vielleicht eine Idee bei einem Projekt, wo vielleicht demnächst so 2 oder 3 Fans, beziehungsweise wie ich sie eher zu nennen pflege, Zuschauer, weil irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich wirklich Fans habe, die dann sagen, oh mein Gott, Wolre, das ist ja voll krass. Und die mich dann irgendwie hier in Tränen ausbrechen, wenn sie mich sehen. Nein, ich glaube, so solche Leute gibt es bei mir einfach nicht. Ja, auf jeden Fall, so ein Projekt habe ich vielleicht mal vor, aber ich weiß nicht, ich habe da vielleicht eins vor, wo vielleicht 2, 3 Leute mitmachen können, aber wirklich so, dass viele mitmachen können, irgendwie im Moment noch nicht. Denn irgendwie weiß ich da auch nicht so wirklich, wie man sowas am besten umsetzen sollte. Ich habe da einfach im Moment nicht so wirklich eine Idee dafür. Falls ihr da eine Idee habt, dann könnt ihr mir natürlich sehr gerne behilflich sein. Wie immer, ich nehme natürlich Vorschläge an. Also das würde mich natürlich sehr interessieren. Ich würde da natürlich auch sehr gerne drauf eingehen, falls irgendjemand eine gute Idee hat, wie ich irgendwas mit Zuschauern zusammen machen könnte als Projekt und das eben auch gut umsetzen könnte, dann gerne einfach mal in die Kommentare schreiben. Ein Livestream wird demnächst auch wahrscheinlich wiederkommen. Ich habe ja schon mal einen Livestream gemacht und der ist sogar auch ganz gut gelaufen. Ich hatte auch damals schon vor, ja, ich will jetzt vielleicht jede Woche mal so einen Livestream machen. Ist dann irgendwie nicht ganz sowas geworden. Ich glaube, der Livestream war jetzt vor einem Monat oder so. Ja, auf jeden Fall, es hat mir mega Spaß gemacht. Ich will sowas auf jeden Fall wieder machen. Bis jetzt war es dann immer irgendwie so ein bisschen die Zeit oder vielleicht dann auch manchmal die Motivation und dann hatte ich irgendwie was anderes zu tun für Schule und für YouTube und dann wollte ich dann irgendwie lieber YouTube-Videos machen, weil ich ja eh schon meinen Videoplan nicht immer einhalte. Aber ich will auf jeden Fall demnächst wieder Livestreams machen, auch wenn da nicht ganz so viele Leute dabei sind. Aber selbst wenn ich dann nur mal so mit 15 Leuten zusammen dort auf Twitch rumhänge, das ist doch auch schon mal eine Sache. Für die Leute, die es interessiert, gerne mal vorbeischauen auf twitch.tv/wolrechris. Dort könnt ihr mir dann einfach mal folgen. Und ansonsten ist natürlich auch sehr effektiv, wenn ihr mir auf Twitter folgt, weil da kündige ich auch alle Livestreams dann nochmal an. Und die letzte Frage kommt wieder mal von Cheesecrafter. Du warst ja auch schon in der letzten Runde dabei, auch diesmal wieder. Er fragt, @wolrechris, brauchst du noch Twitch-Moderatoren? Hashtag FragWolre. Ja, das Ganze habe ich nur reingenommen, weil ich ja gerade eben schon die Livestream-Frage beantwortet habe. Nein, brauche ich im Moment tatsächlich nicht. Denn ich habe, wie gesagt, nicht besonders viele Zuschauer auf Twitch, vielleicht so 15 Stück auf
auf einmal, wenn es hinkommt. Und da kriege ich das gerade noch selbst hin, das irgendwie alles zu managen, beziehungsweise mit, zusammen mit irgendeiner Person, mit der ich dann den Livestream mache. Und diese eine Person ist dann halt auch mein Twitch-Moderator. Und deswegen wäre es im Moment, richtige Twitch-Moderatoren zu haben, wäre vollkommen übertrieben. Selbst eine einzige Person wäre schon ziemlich übertrieben für meinen Channel. Also im Moment nicht. Später vielleicht irgendwann mal, aber wenn ich noch so klein bin wie jetzt, dann nein. Das war's auch schon mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Vergesst nicht, auf Twitter vorbeizuschauen. Da könnt ihr dann nächstes Mal auch Fragen stellen. Ansonsten würde ich mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, bleibt schleimig und tschüss.